Weiter geht's mit einer neuen Folge Dying Light 2 Stay Human. Freut mich natürlich, dass du wieder mit am Start bist. Wir machen jetzt hier weiter und zwar ist hier eine Aufgabe, die wir machen können. Du siehst mir nicht so schnell aus. Sissikowski! Was sollen wir denn mit dem machen? Sollen wir den töten oder was? Bandit gefangen. Okay. Müssen wir jetzt erstmal durchschnetzeln. Das Ding ist, ich habe halt nicht so viel Ausdauer. Nice. Den hätten wir. Hier nochmal. Bisschen weg. Hemmstoffbehälter in der Nähe? Wahrscheinlich hier, ne? Hallo? Das habe ich geschafft, nice. Krieg ich den tot? Kurz heim. Ist denn hier ein Hemmstoffbehälter? Ja. Oh mein Gott, ich wollte ihn eigentlich. Ah, es war dumm von mir. Ich wollte ihn eigentlich den Zombie da reinlaufen lassen. Ich dachte halt, die. Explodieren, wenn man ein bisschen weiter weg geht, aber naja, egal. Ja. Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Kann ich jetzt nochmal anfangen? Was dauert da so lange? Es klemmt. Fragezeichen waren hier. Wo war denn das drinnen, der Hemmstoffbehälter? Dunkle Höhle im verlassenen Läden. Ah, hier, okay. Daneben. Vorsicht.
Aua. Aua. Was stand da? Da stand irgendwas von wegen... Kommen die hier rauf? Nee. Gut, also... Was ist das denn hier? Was ist denn das? Hier. Es wird kein Spaß machen, dich zu verfolgen. Glaubst du, wir kriegen diese Güter? Der hat keinen Arm mehr. Nee, das wird nichts. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier die hier. Aua. Ich verpiss mich. Verpiss dich, ja. Wieso gehen denn die Zombies auf mich? Du willst Hiebe? Wie willst du mich? Ich will dein Bein abpacken. Hallo. Keine Gnade. Mein Gott. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich bin tot. Keine Chance. Keine Chance, die hauen einen Stu rein. Wir machen mal Wiederbelebung bei Dämmerung. So. Ja, keine Chance hast du da. Wir müssen jetzt erstmal stärker werden. Können wir Schnellreise haben wir noch nicht, ne? Ne, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal hinkommen. Und ja, ich bin jetzt zweimal gestorben. So, es ist schon brutal, also ist klar, dass wir am Anfang noch kein Killer sind. Sollte man sich jetzt hier auch... Was ist das jetzt? Hallo? Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Das verstehe ich halt auch nicht. Oder wieso nennst du mich Arschgesicht? Oh nein, jetzt bin ich wieder tot. Ja, es gibt auch kein Entkommen, weil ich jetzt eh tot bin. Weil ich den Sprung auch wieder verkackt habe. Nee, ich komme da nicht rauf, wieso nicht? Ja, hier, jetzt bist du tot.
Oh, was ist das? Ich muss hier weg. Alter, ich habe keine Zeit für euch. Ja. Ich muss hier irgendwie ins Versteck. Fuck. Bruder, ich muss hier irgendwie... Ey, wieso kann ich denn keine großen Sprünge mehr machen? Ich verstehe es gerade nicht. Was ist das hier? Komme ich hier rein? Bin ich hier in Sicherheit? Nice. Bin ich hier in Sicherheit, ist die Frage. Was ist das? Okay. Hallo? Hallo? Was machst du denn da? Ich komme jetzt hier nicht mehr raus, oder? Doch. Ich muss hier irgendwie schlafen. Hier komme ich rauf. Bruder, wieso? So, jetzt. Keine Ausdauer mehr. So, komm jetzt, bitte. Ey, ich schaff diesen fucking Sprung nicht. So, jetzt. Geht doch. Hallo? Digga, er macht diesen Sprung nicht. Bro, einfach bitte den Sprung machen, danke. Danke. Ey, wir... Glück gehabt. Digga, was ist das? Bro, was ist das? Langsam bin ich schon wieder angepisst von dem Spiel, ehrlich. Digga, jetzt bin ich jetzt hier zum 50. Mal. Also, wieso komme ich da nicht hoch? Alter Schwede, es ist so nervig gerade. In die andere Richtung. Oh, Bro. Ja.
bin ich wenigstens auf dem Dach, ne? Er ist tot. Aua. Aua. Nice. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ganz langsam. Kann man nur... Was haben wir denn jetzt hier? Was soll ich denn machen? So, Parcoursstufenaufstieg, Licht brennt. Nice. Das bedeutet, ich bin jetzt hier safe, oder was? Schlafen gehen, das machen wir jetzt auch. Ey, was war das denn wieder für eine Folge, ne? Extrem anstrengend. So. Bonus bei Nacht. Kampf-EP haben wir auch bekommen. Es ist morgen. Wir haben neue Fertigkeiten, die wir freischalten können. Wie viele Punkte haben wir denn? Wir können Parcours-Ding einmachen. Also. Ja, das nehmen wir mit. Definitiv. Gut, also. Inventar. Wir haben auch ein paar neue Sachen. Fertigung. Wir machen jetzt hier mal einen neuen Medi. So. Maximal herstellen 11. Was haben wir denn jetzt hier? Also, Karte. Was ist denn das? Das sind immer Begegnungen. Was ist das hier? Beutequelle. Was ist das? Also, das sind immer so Aktivitäten. Ja, okay. Wir machen uns jetzt aber mal auf den Weg hierhin, beziehungsweise gehen wir jetzt erstmal hierhin. Das bedeutet, wir müssen dahin. Nein. Hey Bro! Langsam wird's lächerlich. Langsam wird's lächerlich. Also komm, sorry. Was war das? Also ganz im Ernst. Ich bin doch darauf gegangen, oder nicht? So. Nochmal. Danke. Was haben wir hier? Die Dose, eine leere. Irgendwie noch da. So. Hey, come on. Ich verstehe diese Sprungmechanik noch nicht.
deswegen fliege ich wahrscheinlich auch voll oft in den Tod. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt auf einmal macht er so einen ganz großen Sprung. Davor nicht. Ich probiere es mal. Nee, doch. Das hat er jetzt geschafft gemacht. Und jetzt nochmal, okay. Diese Sprungmechanik, die ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Hä? Was war da? Ein bisschen Loot. Gut, also diese Folge war jetzt ein bisschen so mit Welt erkunden. Nein, oh, ich dachte wieder, ich fall wieder runter. Da ist jetzt nochmal eine Begegnung. Ich bin nur ein einfacher Soldat, ein Nichts. Bitte lasst mich gehen. Ich seh dich. Hier drüben, du Pisser. Warte mal, wir müssen. Ey, ich hab doch geblockt. Es gibt kein Entkommen. Tötet mich! Und die PKs werden euch töten. Lasst mich einfach gehen. Nimm das, du Bastard! Wie nennst du mich? Aua. Der hat gesessen, der Schlag. Der aber auch. Aua. Aua. Ausbinden. Ich wäre fast draufgegangen. Du verdienst eine Belohnung, Mann. Danke. Peacemaker. Wir haben ein Peacemaker-Mitglied gerettet. Ob das jetzt so gut ist, keine Ahnung. Aber anscheinend, ja, doch. Wieso nicht? Wir haben einen neuen Loot-Inventar. Da haben wir noch nichts. So, ist der jetzt besser? Ja. Jetzt ist die Frage, haben wir hier auch noch was? Ja, ein bisschen. Ein bisschen ist das schon besser. Gut, Karte. Hier gibt es so viel. Also wir wollten ja noch da, ne? Hierauf. Das schaffen wir mittlerweile. Ich liebe die Lehrerin hier. Sie ist so gut. Nein, ich kann dich nicht dahin mitnehmen. Wir haben gerade Schule. Was ist hier los? Hallo, ich bin Henkel. Dieser Schüler hier wollte mehr über meine heutige Unterrichtsstunde wissen. Über die Schusswaffen, die in Villedor konfisziert wurden. Und was danach passiert ist. Er will eine Kerze am Ort des März-Massakers anzünden. Das März-Massaker? Ja. 64 Menschen sind an dem Tag gestorben. Ein reines Blutbad. Wenn du mehr wissen willst, dann geh hin und schau es dir selbst an. Und warum kann er nicht? Warum kann er nicht? Während der Schulzeit darf niemand das Gebäude verlassen. Kinder sollten nicht allein auf dem Basar herumspazieren. Ich dachte, du machst dir eher Sorgen, dass sie in eine Dark Zone fallen könnten.
Ach, die Kids von heute sind zu schlau, um in ein doofes Loch zu fallen. Wie auch immer. Könntest du für ihn eine Kerze anzünden, junger Mann? Vielleicht lernst du selbst auch was dabei. Na klar. Klar. Wobei ich in Geschichte immer mies war. Geschichte ist langweilig, wenn dir jemand darüber Vorträge hält. Faszinierend wird es, wenn du sie selbst anfassen kannst. Anfassen? Ja. Nimm die Kerze und geh zum Denkmal des Weltkunstkongresses. Oder was davon übrig ist. Ist nicht weit weg. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Du wirst sehen, um was es in meiner Stunde heute ging. Okay, machen wir. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Bis zum nächsten Mal. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser...